Hallo, mein Name ist Betül Harnisch. Heute geht es um die Neujahrsglückwünsche. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich werde oft gefragt, wie lange kann man eigentlich zum neuen Jahr gratulieren? Und da gibt es tatsächlich eine Empfehlung. Man sagt, so 2 Wochen, nachdem das Jahr angefangen hat und noch so zart ist, kann man auf jeden Fall noch alles Gute wünschen. Egal ob per Mail, Telefon, WhatsApp, Nachrichten oder auch persönlich. Auf jeden Fall. Und dasselbe gilt übrigens auch für Geburtstage. Also alles Gute nachträglich zum Geburtstag zu wünschen. Auf jeden Fall. 2 Wochen noch danach ist überhaupt kein Bedenken. Es ist schlimm, dass wir uns überhaupt Gedanken machen und zögern, weil da haben wir nämlich das Ergebnis. Es gibt nämlich eine Statistik, dass Menschen von all den Bekanntschaften, die sie haben, nur 5% tatsächlich zum Geburtstag gratulieren, statistisch. Ist das nicht traurig? Die entscheidende Frage ist doch eben nicht, wie lange wir noch nachträglich gratulieren können, sondern dass wir überhaupt Menschen gratulieren zum neuen Jahr zum Beispiel, jetzt ganz aktuell. Nutzen Sie die Gelegenheit, nehmen Sie Ihr Handy in die Hand und schreiben Sie den Menschen, die Sie gern haben, alles, alles Gute für das neue Jahr. Die werden sich freuen. In der Zeit nehme ich einen Riesentopf mit Erde und werde das in diese kleineren Topf hier reinfüllen, diese Erde. Und Sie werden gleich Zeuge, warum ich das mache. Ich werde nämlich hier, das können Sie besser sehen, frische Erde, oh, die duftet herrlich, ganz frische Erde in diesen Topf einfüllen. Und dann werde ich nämlich gleich einen Samen pflanzen, der ganz zart hier drin gedeihen darf, so zart wie das neue Jahr ist, noch wenige Stunden jung und jetzt schon so erfrischend ist. Hier ist der Samen, den werde ich jetzt hier in diese Erde setzen und dann decke ich diesen Samen auch wieder mit frischer Erde zu, dass die genug Nährstoffe hat und schön im Dunkeln hier sich die Zeit nehmen kann, ganz liebevoll zu gedeihen und Wurzeln zu schlagen. Und natürlich kriegt sie von mir Tageslicht und natürlich frisches Wasser. Und dann werde ich sie jetzt liebevoll begießen und abwarten, ohne zu wissen, ob sie es da unten schafft, Wurzeln zu schlagen. Und genauso ist es mit unseren Glückwünschen, die wir versenden und vielen, vielen wertschätzenden Momenten, die wir Menschen zeigen, wie wichtig sie uns sind, ohne zu wissen, was daraus wird. Genau wie dieser Samen. Es bleibt immer eine Überraschung. Das Jahr ist noch jung, frisch. Nutzen Sie die Gelegenheit, denn wer anderen eine Blume sät, blüht bekanntlich selber auf. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie weiterhin wertschätzend. Herzlichst, Ihre Betül Harnisch.